Zu seinen Gartentaten hatte Burkhard Graf Beißel von Gymnich auch 2017 wieder auf sein Schloss nach Guteneck geladen. Und so gab es alles Mögliche und alles Extravagante für das heimische Grün zu sehen und natürlich auch zu kaufen. Auch ein neues Geräusch mischte sich dann unter den Pegel. Das Surren von Kettensägen, das warf einen Schatten auf die Veranstaltung, die da kommt, heraus. Einen Weltrekordversuch im Carven. Was es damit genau auf sich hat, hat uns dann einer der Kettensägenkünstler erzählt. Ja, hallo. Ich begrüße euch hier auf den Gartentagen auf Schloss Guteneck. Wir sind das erste Mal hier und fühlen uns wirklich sauwohl. Und wenn ihr noch mehr von unseren Schnitzereien sehen wollt, wir haben vor, einen Weltrekord aufzustellen, einen geschnitzten Bär aus einem Stamm. Der Stamm ist 14 Meter hoch, den Bär haben wir vor, 11 oder 12 Meter zu machen. Es wird ein Riesenspektakel, es ist für jeden was geboten. Wir bieten auch einen Schnitzkurs an, wo jeder sich so einen Bär selber schnitzen kann, allerdings nicht in 12 Meter, sondern nur in 1 Meter. Also nur Mut, Leute. Kommt alle am 12. Mai bis 21. Mai hier auf Schloss Guteneck. Sowas in dieser Art wird hergestellt. Von all dem Laufen und Kaufen bekommt man leicht Hunger. Kein Problem auf Guteneck, zahlreiche Stände widmeten sich wieder dem kulinarischen Thema. Einer davon sticht besonders hervor, sowohl optisch als auch durch sein Produkt. Und wenn sich jetzt der Ostbayer fragt, was bitteschön ist genau ein thüringischer Mutzbraten und wie wird er hergestellt? Nun, Tommy von Tommys Mutzbraten hat uns darüber mal aufgeklärt. Es ist komplett fertig gebraten, Sie brauchen es packen. Sie können es aber gerne. Mutzbraten, eine Thüringer Spezialität. Die Mutz wurde bei uns in Thüringen das Schwein genannt. Wenn der Bauer in den Saustall reingegangen ist, dann hat er die Mutz gerufen und gelockt. Daher der Name Mutzbraten. Das Ganze ist ein Nackenfleisch. Vom Gewicht her zwischen 250 bis 300 Gramm pro Portion im Rohgewicht. Diese faustgroßen Stücken werden mit 7 verschiedenen Gewürzen gewürzt, 15 Stunden im Vakuum eingelegt, anschließend für 2 Stunden auf dem offenen Birkenholzfeuer gegrillt. Man nimmt nur Birkenholz, weil die Birke tut das Fleisch noch einmal veredeln. Das heißt, der Rauch der Birke legt sich ans Fleisch mit an und verleiht dem Fleisch diesen Art typischen Geschmack. Zu dem Mutzbraten dazu harmoniert unser selber gemachtes Sauerkraut, wohlbemerkt selber gemachtes Sauerkraut, und abrunden tut das Ganze eine schöne Scheibe frisches, doppelt gebackenes Bauernbrot vom hiesigen Bäcker Lindner in Schwarzenfeld. Dann wünsche ich allen einen guten Appetit und viel Vergnügen auf den Gartentagen. Schön. Na dann, guten Appetit und nächstes Jahr sehen wir uns hoffentlich alle wieder auf Schloss Guteneck.